Fühle nun deinen Atem und lass ihn sanft und tief in deine Lungen einströmen. Und beim Ausatmen gib die ganze verbrauchte Luft wieder ab, angereichert mit allem, was du nichts mehr brauchst. Aber auch angereichert mit all dem Guten, was du der Welt schenkst. Mit jedem Einatmen nimmst du von der Welt. Das ganze Universum beschenkt dich. Und mit jedem Ausatmen nimmst du teil an dieser irdischen Welt. Mach dir bewusst, dass dein Sein viel größer ist als nur dein Körper. Nur meine ich nicht bewertend. Es ist nicht ausschließlich dein Körper. Dein Sein umfasst auch deinen Geist und deine Seele. Alle drei gehören zusammen. Die Magie des Alltags. Sie begegnet dir jetzt. Der Zauber des Wandels. Er begegnet dir jetzt. Gemeinschaft neu leben. Wir geben dir den Schlüssel dazu. Jetzt. Gefühle verstärken oder transformieren. Wir ermöglichen es dir jetzt. Die Zeit aufheben. In deine grenzenlose Fülle und Möglichkeiten eintauchen. Wir erlauben es dir jetzt. Wenn du das jetzt hörst, bist du bereit und bist du gerufen, dein höchstes Potenzial nun zu entfalten. Vergiss dein bewertendes Selbstbild. Sag Stopp. Stopp, Stopp, Stopp. Und tauche ein in die wahre Größe deines Wesens. Du bist wesentlich. Du bist wertvoll. Du bist einzigartig. Und du bist jetzt hier, weil du es so wolltest. Deine Kindheit, deine Vorleben haben dir Wunden zugefügt, aus denen heraus du Heilung und Ego-Stärken entwickeln durftest. Es ist nun an der Zeit, diese Energie, die in deinen Wunden steckt, frei zu machen. Sei dankbar, es sind die kostbarsten Schätze, die du mitgebracht hast. Deine schmerzlichen Erfahrungen, deine angstvollsten Stunden sind voller Energie und Momente, in denen du uns nah warst. Wir begegnen dir heute und hier, aber auch und vor allem in der Freude.
In der Dankbarkeit für die Gemeinschaft. In der Dankbarkeit für die kleinen Samen, die du schon sehen kannst. Die Welt als großer Freundeskreis ist eine wunderschöne Vision. Doch sie besteht jetzt auch im kleinsten Raum, im kleinsten Rahmen, bereits voll und ganz. Richte deinen Blickwinkel nicht auf das, was nicht ist. Richte deine Augen und dein Herz und deinen ganzen Fokus auf das, wo du hin möchtest, auf das, was dein Herz dir sagt, auf das, was du geben möchtest, auf das, was du schaffen möchtest, das, wofür du gekommen bist. Das Mysterium des Lebens offenbart sich dir jetzt. Hab keine Angst, etwas zu verlieren. Du bist mit allem endlos verbunden. Doch sage klar und wähle, was du möchtest und was du nicht möchtest, was dir gut tut und was dir schadet. Jeden Tag viele kleine und große Entscheidungen. Auf das kommt es an. Warte nichts mehr ab, erdulde nichts mehr, nimm nichts mehr in Kauf. Demut heißt, in aller Achtsamkeit mit dir selbst zu deiner wahren Größe stehen. Demütig sein heißt, dass du das Göttliche in dir annimmst und auslebst. Demut ist eine tiefe Entspannung und ein Einfügen in das große Ganze. Doch das tust du groß und aufrecht stehend, voller Liebe und Hingabe. Werde weich, werde fein. Erlaub deine Verletzlichkeit und deinen Sanftmut. Größere, heilende, wirksame Kräfte umgeben dich und fließen in dich hinein. Sei du ein Kanal für alles Gute. Erlaube es, dass es durch dich durchfließt. Und mach dir ein Gewissen, wie du die Stunden deines Tages füllst. Vertraue darauf, dass du es nicht alleine schaffen musst. Doch mach dir bewusst, dass es Aufgaben und Dinge gibt, die du gewählt hast, bevor du hierher kamst, die nur du machen kannst. Jedoch nicht allein. Du bist nie allein. Und wenn dein Rudel auch nur klein ist und du es nur selten siehst, so ist es doch dein Rudel. Öffne dich für das unsichtbare Rudel, das dich stets umgibt. Es sind Boten aus der Tierwelt, Düfte von Pflanzen, Zeichen am Himmel und Boten aus fernen Galaxien. Ja, wir sind da. Wir sagen es euch schon länger, wir sind da. Vielleicht hältst du uns für Engel oder Götter? Doch wir waren mal wie ihr. Wir blicken lächelnd und liebevoll auf euch.
Wir sind da. Wir umarmen euch und wir sind da. Und bald, schon sehr bald, werdet ihr uns sehen, mit freien Augen und mit offenem Herzen. Viel Leid ist gerade auf der Welt. Ein teuflischer Krieg nach dem anderen raubt vielen Männern und Frauen das Leben. Kinder, Babys, ihr rottet euch aus. Erinnert euch an das Bild, das ich euch schon einmal geschickt habe. Aus der Galaxie mit ein bisschen Abstand ausgesehen kann man es genau erkennen. Dass das Dunkle, das Böse, langsam aber sicher Reis ausnimmt von eurem Planeten. Auch wenn ihr es mit eurem Tagesbewusstsein nicht wahrnehmt, seid ihr seit langen, langen Zeiten unbewusst mit den hellen Menschen auf diesem Planeten tief verbunden. Ihr haltet Kontakt, ihr seid eine Seelschaft. Und in euren Träumen und Meditationen bringt ihr es in die Wirklichkeit. Wir sagen euch jeden Schritt an, wir begleiten euch durch euer Leben. Ihr könnt uns alles fragen. Ihr könnt mich direkt fragen. Ihr braucht keine Medien und keine Mittelmänner oder Frauen. Fragt und ihr fühlt die Antwort in euch. Lernt in euch hineinzuhören, dann hört ihr unsere Stimmen. Wir sind einer und wir sind viele. Wir sind alles gleichzeitig. All eure Religionen, sie zeigen euch einen Teil der Wirklichkeit. Die Wahrheit werdet ihr bald begreifen. Tanzt eure Lieder, zeugt neue Kinder, pflanzt Bäume und habt Vertrauen. Zeit ist relativ. Ihr habt Zeit, unendlich Zeit. Der Wandel geht ab auf Dimensionen, die ihr noch nicht erfassen könnt. Lasst euch einfach ein auf das Leichte, auf die Freude, auf das, was glücklich macht. Und sei es noch so unkonventionell. Und manchmal, ja manchmal, müsst ihr Menschen, die ihr von Herzen liebt, Schmerz zufügen, um sie auch zu erlösen von ihrem Zauberschlaf. Öffnet die Augen. Öffnet die Herzen. Geht euren Visionsweg. Schritt für Schritt in Klarheit. Müdigkeit macht sich manchmal breit. Bleierne, schwere Müdigkeit. Da beginnt etwas in eurem Körper, in den Zellen, sich zu wandeln. In jeder Körperzelle ist der Prozess schon gestartet. Es ist egal, wenn du über die Stränge schlägst, ab und zu. Es macht nichts aus, wenn du zu kleinen Krücken greifst, die deine Emotionen vorübergehend stabilisieren. Doch bald wirst du all das nicht mehr brauchen.
Sei gut mit dir. Du magst Musik? Dann dreh sie laut auf. Du hast einen Fehler gemacht? Verzeih dir. Du bist einem Schutzengel begegnet. Danke der Welt dafür. Manchmal kracht ihr Menschen auf die abstruseste Art und Weise ineinander. Verbindet euch, verbindet eure Herzen, eure Seelen und begreift das Wunder eurer geistigen Führung. Aus einem Autounfall auf einem stressigen Nachmittag kann eine lebenslange Freundschaft entstehen. Manchmal braucht ihr die Botschaft ganz heftig. Die Botschaft, die lautet: Ich bin da. Du bist nie allein. Verzweifle nicht, hab Hoffnung. Lass das Alte los. Öffne dich für das Neue. Öffne dich für das Neue. Öffne dich für das Neue. Was du suchst, ist in dir. Es ist in deinem Herzen. Und damit meine ich nicht nur dein Organ, das Blut durch deinen Körper pumpt, sondern auch dein energetisches Herz, das größer ist als dein ganzer Körper. Diese Energie umspannt, wenn du das möchtest, den ganzen Planeten und reicht zart in das Weltall hinein. Probier das jetzt mal aus, wie sich das anfühlen könnte, wenn du dich ausdehnst vom Herzen heraus, über diesen Raum hinaus, über dein Bundesland hinaus, über deinen Kontinent hinaus, rund um den Globus. Hinein in die Atmosphäre und ein Stückchen darüber hinaus. Vielleicht magst du den Mond noch mit einhüllen und dahinter blicken. Vielleicht erkennst du, was er wirklich ist. Vielleicht erfüllst du, wer du wirklich bist. Du bist endlos, du bist zeitlos, du bist purer Geist und eine große Seele. Dein Körper ist ein magisches Werkzeug. Du hast heute nicht annähernd einen Bruchteil seiner Kenntnisse erreicht. Über deine Atmung, über deine Herzatmung kommst du in ungeahnte Fähigkeiten hinein. Ja, du könntest fliegen. Ja, du könntest dich unsichtbar machen. Ja, du könntest teleportieren. Ja, ich zeig dir gern, wie das geht. Erlaube das Unmögliche, denn deine bisherigen Einschränkungen gehören zum alten Zauber des Vergessens. Wir sind da, um dich wach zu küssen und schicken euch Menschen,
So unkonventionell es auch scheinen mag, wir schicken euch jetzt Menschen in euer Leben, die euch wachküssen. Ihr braucht euch gegenseitig. Ihr trefft aufeinander. Das große Ganze ergibt langsam Sinn. Ihr seid wie tanzende Menschen auf einem großen, großen, großen Tanzboden. Ihr spielt füreinander einen guten Spiegel. Und in Leichtigkeit und Liebe gebt ihr euch gegenseitig Impulse. Öffnet euch dafür. Sprechen wir mal über Ärger, über Zorn und über Verletzung. Das sind echte Kraftquellen. Lass die Bewertung drauf fallen und nutze es als pure Energie für deine Vision. Ja, du darfst zornig sein. Da hilft es dir gut, wenn du das so richtig auf deiner Wirbelsäule rauf und runter schießen lässt. Tief atmest und dir im Herzen bewusst machst, was dich so zornig macht. Was du dir wünschen würdest. Welche Grenze du gewahrt haben möchtest. Und dann sag es klar und ruhig. In Liebe. Und du wirst gehört werden. Gemeinschaft ist möglich, wenn wir alle beginnen, wirklich ehrlich zu sein. Schritt für Schritt, alles zum passenden Zeitpunkt. Einander echte Kritik zu schenken, ist wesentlich. Aber sie kann nur gehört werden, wenn du sie in Liebe gibst. Nennen wir es doch gar nicht mehr Kritik, sondern Verbesserungsvorschlag. Oder einen liebevollen Impuls zum Wachstum. Doch klare Kritik ist ein Geschenk, ein riesengroßes Geschenk. Sei du bereit, dieses Geschenk zu überbringen. Tu es in Geduld und in Liebe und tu es weiter. Gemeinschaft ist möglich, doch es ist eine neue Form, die sich jetzt gerade erst etabliert. Ja, es fühlt sich an, als würde das Alte komplett wegbrechen, das tut es auch. Das Neue kommt, hab Vertrauen. Und noch ein klein wenig Geduld. Wenn ihr Menschen nicht mögt und sie euch nerven, zieht das kleine Kind in ihnen. Segnet das Kind. Dann zieht weiter. Wir sind da. Wir sehen euch. Wir lieben euch. Wir sind angekündigt. Wir sind da. Wir haben viele Namen und viele Gesichter. Ich weiß, sehr viele freuen sich schon auf den Moment, wo wir uns wirklich zeigen. Nicht nur in ihrem inneren Bewusstsein. Es wird ein großes Freudenfest werden. Für viele. Und ein Tag des Schreckens für andere. Doch habt Vertrauen, ihr seid geschützt, ihr seid geführt, ihr werdet am richtigen Ort sein, ihr werdet sicher sein. Sorgt ein bisschen vor,
Hab da ein paar Vorräte zu Hause für eine Woche. Wasser, Lebensmittel, ein paar Kerzen. Denn der Schreck wird so manche Infrastruktur zu Erliegen bringen. Ihr seid geschützt, ihr seid geliebt. Und ja, die Finsternis, die angekündigt ist, wird kommen, 3 Tage lang. Doch es wird danach heller sein, strahlender und schöner als jemals zuvor. Bald, bald kann ich euch sagen, auf eure Frage, wann es so sein wird. Doch bald ist in unserem Bewusstsein genauso dehnbar wie in eurem. Doch ihr, die es jetzt hört, bereitet euch vor, liebevoll für euch, ohne Panik, frei von Angst. Und freut euch auf den Tag. Es ist ein wunderbares Wiedersehen. Telepathie wird euch leicht fallen. Und telepathisch werden wir mit euch Kontakt aufnehmen, die, die uns hören wollen. Und ihr werdet fühlen, es ist gut. Und ihr werdet hören, was zu tun ist. Es ist für alle gesorgt, auch die, die in Panik verfallen. Es gibt Dimensionen für alle. Mach dich bereit für den Aufstieg. Ein ganzes Leben lang machst du dich schon bereit. Doch jetzt ist es ganz nah. Wir sind mittendrin. Die ersten Stufen hast du schon erklommen. Es wird leichter und schneller gehen, je höher du hinaufsteigst. Ja, du bist wertvoll. Ja, du bist wichtig. Ja, du leitest den Wandel an. Ja, Zeit hat für dich keinen Faktor mehr. Du kannst fliegen, du kannst dich unsichtbar machen. Ja, du kannst teleportieren. Du bist viele. Du bist alles gleichzeitig. Du bist Mutter, du bist Lehrerin, du bist Trainerin, du bist eine Frau, eine geliebte Frau, ein geschätzter Mensch. Eine Ehefrau, eine Freundin, ein Freigeist. Du bist ein Mann, ein Vater, ein Großvater, ein Nachbar, ein guter Freund vielleicht. Ist all das, alles gleichzeitig. Doch vor allem bist du eins, ein Kind dieser Welt. Ihr seid beides, männlich, weiblich. Löst euch von den Rollenbildern. Seid frei. Seid im Jetzt. Liebt, gebt, lasst euch ein. Fürchtet das Morgen nicht. Folgt euren Bedürfnissen. Schreibt eure Gedanken auf. Teilt sie mit der Welt. Mit einem oder mit allen. Über Social Media oder über Bücher, über Gespräche oder einfach indem du es dir selbst laut vorliest. Oder es selbst still liest
und die Weisheit deiner Worte ausatmest in die Welt hinein. Heile es. Hab Vertrauen, dass wenn du Weisheiten hast und dich 5 Minuten niedersetzt, tief und bewusst ein- und ausatmest und deine Erkenntnis mit dem Ausatmen in die Welt gibst, dass du Mächtiges tust. Mächtiges. Andere von euch, die ein Talent haben, sich zu vernetzen und zu sprechen, werden dies tun. Andere von euch, die die Kraft in der Alleinigkeit gefunden haben, werden dieses tun. Alles ist wichtig, alles greift ineinander. Nichts ist besser als das andere. Nichts ist edler als das andere. Eure Körper sind ein Wunderwerk. Ihr passt ineinander. Ihr seid frei. Folgt eurem Herzen. Es ist so viel mehr Platz in eurem Herzen, als ihr glaubt. Es ist gewollt so, es ist richtig. Holt euch Hilfe von Menschen, von unsichtbaren Wesen, von uns, wenn es um eure Vision geht. Nehmt alles an. Geld, Hilfe, Ratschläge. Ihr tut es für alle. Gebt nicht auf, niemals, nicht jetzt. Es ist so kurz vor dem Licht. Und kurz davor wird es einmal noch ganz, ganz schwarz und dunkel. Doch ihr seid informiert. Ihr wisst, es vergeht 3 Tage. Ihr wisst, vertraut. Es ist lange schon vorbereitet. Bald. Alles ist gut. Wir danken euch für euer Einlassen und euer Zuhören und ziehen uns jetzt wieder zurück. Doch wisset, ihr seid geschützt, ihr seid geliebt, ihr seid nicht allein. Fühlt nun hinein in euren Körper. Und verankert diese ganze Botschaft ganz besonders an einer Stelle, wo ihr die Kraft fühlt. Sammelt die Energie dort und bewahrt sie. Nehmt sie in euren Alltag mit. Leichtigkeit. Wir schicken euch spielerische Leichtigkeit. Genießt das Leben. Lacht, tanzt. Habt Freude. Seid wie die Sonnenstrahlen. Und es wird alles, alles möglich sein. Wir sind mit euch.